Vielleicht hier in der Schärfe drin. Diese Woche war bei uns wieder sehr viel los. Wir waren häufig ausser Haus, sei das an Besprechungen oder Drehs. Die Woche hat schon damit angefangen, dass wir am Montagmorgen bei der ZAUG Schliesstechnik in Rüsbühl waren, wo wir einen Clip mit Vertretern vom FCL und vom EVZ gemacht haben. Am Dienstag waren wir im Atelier und haben dort gearbeitet. Heute nehmen wir seit langem wieder mal Podcast auf. Das ist schon mal schön. Und das andere ist, wir nehmen das allererste Mal hier bei uns vor Ort in unserem Atelier auf. Das ist auch mega schön. Aber jetzt muss ich zuerst das Podcaststudio aufbauen. Das mache ich jetzt. Während ich hier innen am Schuften und Krampfen bin, sind der Fadri und der Jonas draussen. Und machen etwas viel Wichtigeres. Sie spielen nämlich ihr Tischtennis-Meisterschaftsspiel von diesem Monat. Taffer Start nach der Ferien in der Ping-Pong-Meisterschaft. Ich habe gegen Fadri gespielt und habe im dritten Satz 12-10 gewonnen. Es war andersherum. Fadri hat richtig Fortschritt gemacht. In dieser Ausgabe von unserem Podcast «Gangolose» rede ich mit dem Fotograf, Gastronom und Winzer Silvan Müller über... Über den Umstand, dass man nur das gut kann, was man auch richtig gerne macht. «Gangolose» rede ich mit dem Raffi Kuhn von «Bierliebe und Bierliebe and Friends» über... Umsetzung von Ideen. Am Mittwochmorgen sind wir auf Emmen zu der Soldati AG und haben dort ein Meeting mit dem Luca Soldati. Wir waren bei den Soldaten in Emmen und hatten ein Erstgespräch. Bei einem Erstgespräch geht es eigentlich immer darum, die Firma kennenzulernen bzw. ein gegenseitiges Kennenlernen. Und projektspezifisch geht es darum, herauszufinden, wieso die Firma ein Video machen will und was die Zielplattformen und das Ziel des Videos sind. Am Donnerstag sind wir am Morgen früh auf Zürich gefahren und haben hier mit dem Christian Cebul von der TH Chur Statements aufgenommen, die dann als Teaser oder Trailer dienen für das Pastoralinstitut von der TH Chur. Die haben einen Anlass und brauchen für das Interviews oder Statements von gewissen Vertretern. Statement Peter Zermin, Take 2. Vielen Dank. Du bist wieder safe zum Aufstehen. Super. Trailer für um die Leute. In Anwesenheit. Wir warten jetzt noch auf den letzten Interviewee. Das hat aber jederzeit Eintreffen hier. Wenn wir den fertig gefilmt haben, dann räumen wir hier zusammen. Und auf dem Heimweg auf Luzern laden wir noch Adriana auf in Zürich. Weil sie geht heute am Abend für uns ins Neubad, den Anlass von Madness filmen. Weil Jonas und ich beide nicht können, schicken wir sie. Und weil sie auch gerade in Zürich ist, laden wir sie hier auf. Dann können wir ihr nämlich unterwegs das Material übergeben und sie auch noch briefen, was sie überhaupt muss filmen heute Abend. Der Anlass ist nicht von Madness, sondern in Kooperation mit Madness. Der Anlass ist von Matthias Boss, wo die Reihe «Gestört erzählt» auf die Beine gestellt hat und das Netzwerk von Madness genutzt hat, um an Leute für die Gesprächsreihe herzukommen. Also, jetzt wissen wir das auch. Das ist also so, nicht so, wie ich es vorher erzählt habe. Jetzt könnte man sich natürlich auch überlegen, ich hätte anstatt das alles zu filmen, einfach den anderen Teil noch mal neu aufnehmen können, dann hat es jetzt die ganze Erklärung auch nicht gebraucht, inklusive dem jetzt. Hätten wir können. Und am Freitag hat dann Jonas wieder seinen Freitag eingezogen und ich habe im Atelier noch geschnitten und auch noch Zoom-Calls gehabt. Und habe wieder mal zu Mittag gekocht. Thank you.
Und heute, als ihr diesen Vlog schaut, bin ich gerade am Videoclip drehen mit der Band Besalisk in der Stadt Luzern. Wie ihr seht, fehlen uns diese Woche einige Aufnahmen zu den Sachen, die wir gemacht haben. Und das liegt nicht daran, dass wir keine Lust hatten, einen Vlog zu schneiden, sondern einfach, weil uns die dritte Person, die wir sonst alle Praktikantinnen dabei hatten, fehlt, die filmt, während wir am Arbeiten sind. Das und auch die Tatsache, dass uns die Person auch in der Post-Production fehlt und wir sehr viel zu tun haben, führt dazu, dass wir im Moment irgendwie ein bisschen Mühe haben, die Vlogs zusammenzubringen. Das heisst, in der nächsten Zeit werden wir die Vlogs nicht mehr können, jede Woche veröffentlichen, sondern sind dort ein bisschen lieber mit uns und posten die Vlogs ein bisschen unregelmäßiger. Was nicht heisst, dass sie zwischendurch könnten, wöchentlich kommen, aber es ist auch gut möglich, dass mal eine Woche ein Vlog fehlt. Ja, und jetzt wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag. Ich gehe weiter shooten und dann geht es morgen schon wieder weiter. Gute Woche. In dieser Ausgabe unseres Podcasts. Zwei Wörter. In dieser Ausgabe für unseren Podcast gegangen. Komm, es alles mal nochmal. Ja.